Ui, dort hat sich die Gravitation wohl verflüchtigt. Ich sehe überhaupt nichts. Nichts für ungut. Hallo. Was kann ich für dich tun, mein Sohn? Nette Zigarre. Ich importiere sie aus den besten kubanischen Munitionsfabriken. Noch eine Zigarre? Okay, aber zünden Sie sie dieses Mal nicht an. Würde ich so etwas jemals tun? Ich verstehe das nicht. Entschuldigung. Ja? Mr. President, darf ich dir eine exzellente Zigarre anbieten? Haben Sie denn auch Feuer? Na klar. Nun, wenn es so ist.
hasse so etwas. Sieh zu, dass du sie für mich finden kannst, okay? Danke. Kannst du die gebrauchen? Nun, danke, junger Mann. Seltsam. Vielleicht sollte ich den Kaffee weglassen. Hey, Tom, sieh mal. Dem Gründer unserer Nation ist kalt. Mach mal Feuer. Du hast recht. Ich denke, du kannst meinen Holzblock haben. Ich? Warum soll ich das Feuer machen? Du machst das Feuer. Mich stört der Rauch. Du machst das Feuer. Mich stört deine Einstellung. Du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst das Feuer, Holzliebhaber. Nein, du machst das Feuer. Nein, du machst es. Du großes Baby. Ich kann nicht durchs Feuer gehen. Ist schon offen. Wie wäre es mit einer Bestimmung, dass der Präsident ein Mensch sein muss? Bitte, wir versuchen ernsthaft zu sein. Okay, hast ja recht. Okay, wer war der Idiot, der das Feuer gemacht hat? Das ist von einem Bett blockiert. Ich wette, Tom Paine passiert so etwas nie. Hey, Gründungsvater. Nicht jetzt, Sohn. Kannst du nicht sehen, dass wir inmitten einer Krise stecken? Ich hoffe, alle sind okay. Thank you.
Ich glaube nicht, dass ich Dr. Freds Unterschrift fälschen kann. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Sieht ziemlich sauber hier drin aus. Sag, hast du die Feder mitgenommen? Nein, ich... Da steckte eine Decke im Kamin. Sohn, weißt du irgendetwas über eine Decke? Hatte der Typ neben dir nicht vorhin eine? Wir sehen uns später. Exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Ah, exzellent! Das brauche ich für meine Superbatterie. Ah, die letzte Zutat für meine geniale Batterie. Tritt zurück, Sohn. Ich brauche Platz. Ein Wunder der Wissenschaft. Sie wird sich prima auf meinem Regal machen, bis ich sie mit nach Baltimore nehme. Sieh nicht nach hinten, die Briten kommen. Wie? Oh, soll das lustig sein? Bin sehr beschäftigt. Ich hab hier was für dich, Mr. Mr. Superhirn? Gib schon her. Gehört das nicht jemandem? Ja, Red Edison. Aha. Tut mir leid, aber der Mann hat keine Ahnung. Ein leichtes, stabiles Gewebe wie dieses im Keller verkommen zu lassen, wenn ich damit fertig bin, wird es fliegen. Eureka! Der Allwetter Frank O'Copter fertig, um Geschichte zu machen. Nein, da kommt nichts. Also, was soll ich beleuchten? Zum letzten Mal. Du sollst überhaupt nichts beleuchten. Schubs ihn einfach. Die ganze Zeit? Wie komme ich denn nach da oben? Hör mal, warte einfach darauf, dass ich jetzt sage. Dann schubst du den Drachen in die Luft. Verstanden? Alles klar. Lasagne. Hoffentlich. Jetzt! Jetzt! Yippie! Er fliegt so seltsam! Du hast es! Bleib so! Er ist zu schwer! Ich kann ihn nicht kontrollieren! Moment noch, Ben! Bleib so! Er bricht aus! Er bricht aus! Renn um dein Leben! Na, das war interessant. Jau! Kann ich den Drachen mal kurz sehen? Nein, den nehme ich jetzt mit in mein Labor nach Philly, damit ich die Ergebnisse auswerten kann. Wünsch mir Glück! Ich kenne deinen Namen gar nicht. Hoagie, Sir. Hat Spaß gemacht, mit dir zu arbeiten, Hoagie. Ich verspreche, mal eine Erfindung nach dir zu benennen. Hey, danke. Thank you.
Nein, es ist genau da, wo es... Ich soll meine einzige Chance, hier wegzukommen, verschenken? Vergiss es. Ich soll meine einzige Chance, hier wegzukommen, verschenken? Vergiss es. Einen Vertrag zum Unterschreiben, Doktor. Tut mir leid, ich unterschreibe nichts, was ich nicht gelesen habe. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Gut, dann lesen Sie halt. Ich bin damit beschäftigt, die Menschheit zu retten. Ich habe keine Zeit zum Lesen. Jetzt lass mich alleine. Würden Sie bitte den Vertrag unterschreiben? Ich unterschreibe nichts Ungelesenes. Vergiss es. Ich werde mich selbst um Purpur kümmern. Oh ja? Wie? Ich glaube, ich kann nicht. Hey, bist du in einem Verein? Guter Gott, nein! Diese Dinger sind grausame, geldsaugende Todesfallen. Da ist ein Lieferant oben mit einem Karton voll einfachen 8-Spur-Stücken für Sie. Er sagt, Sie müssen sie bezahlen. Ach, nicht schon wieder. Solange Sie nicht diese Rücktrittserklärung unterschreiben. Danke! Das war knapp. Nun, viel Glück! Fass meine Marken nicht an. Hey, möchtest du einen Trick sehen? Sicher. Toll, oder? Meine Pony-Express-Briefmarken. Du hast meine Pony-Express-Marken ruiniert und 5 Jahre Therapie. Raus aus meinem Zimmer! Ui, was für ein Klotz. Er sollte etwas gegen diese...
negativen Gefühle tun. Wieder weg. Ich glaube, ich kann mir verzeihen. Manchmal mache ich komische Sachen und weiß nicht mal warum. Als ob mein Körper von einem perversen, sadistischen Puppenspieler gesteuert würde. Tja, wir alle haben manchmal dieses Gefühl. Wahnsinn. Thank you.
Ja, was gibt's? Hallo, ist dort Dr. Fred Edison? Was glauben Sie, wen Sie angerufen haben? Dr. Spock? Ich habe nicht den ganzen Tag Zeit. Hier ist Fairly Croc von LucasArts. Ich habe gerade Ihren Vertrag unter einigen sehr alten Akten gefunden. Und nun, unsere Anwälte meinen, dass wir Ihnen 2 Millionen Dollar Tantiemen bezahlen müssen. Nun, weil wir Ihre Familie in dem Maniac Mansion Videospiel benutzt haben. Was? Hier ist Fairly Croc. Das habe ich gehört, Sie Schwachsinniger. Wann bekomme ich mein Geld? Natürlich, sofort. Es ist Ihrem Schweizer Konto gutgeschrieben worden. Fräulein, bitte ein Reisebüro. Das ist ein Notfall. Ich möchte einen Diamanten kaufen. Das kostet 2 Millionen Dollar. Haben Sie eine Kreditkarte? Ich habe ein Nummernkonto in der Schweiz. Wie lautet die Nummer, Sir? Ups. Sie lautet 846-427-35327. In Ordnung, Sir. Wir schicken Ihnen den Diamanten umgehend mit Sofort ist der Da-Service. Danke für Ihren Anruf. Das ist Service. Ich bringe das besser gleich zu Dr. Fred. Damit sollte es funktionieren. Wo hast du den Diamant her? Ich bekam ihn von einer Gruppe Pfadfinderinnen, die gerade vorbeikam. Wie herzerweichend. Laut meinen Instrumenten ist jetzt alles fertig. Deine Freunde haben ihre Stecker eingesteckt. Zeit zum Hebel umlegen. Großartig. Hoagie, ich bin so froh. Ciao. Laverne, super. Ich bin froh, dass ihr beide wieder da seid. Ich hasse es zu stören, aber wir haben keine Zeit. Ihr seid wieder da und wir haben noch unseren alten Plan. Also, zurück mit euch ins Gestern und dann schaltet die Matschmaschine aus. Was? Wie bitte? Einen Moment, Dr. Fred. Sie sind gerade erst wieder da. Wie wäre es mit einem kleinen... Haha! Ihr könnt die Maschine nicht ausmachen, wenn ich als Erster da bin. Oh oh. Keine Sorge, Jung. Diesmal weiß ich, dass ich ihn stoppen kann.
Oh-oh, wir sollten besser etwas unternehmen. Los geht's! Nein, wartet! Ihr könnt nicht alle in einen Kasten gehen. Habt ihr etwa die Fliege nicht gesehen? Wir sind eine Art Monster, Leute. Na prima. Jetzt sitze ich hier den Rest meines Lebens, höre Bernard zu und sehe Hoagie essen. Mama hat mich vor Tagen wie diesen gewarnt. Jetzt wartet mal eine Minute. Es ist Grün-Tentakel. Wie war das, Grün? Was? Ich glaube, er wollte euch vor mir warnen. Oh. Wir werden die Matschmaschine ausschalten und deine üblen Pläne stoppen, du Wurm. Ihr Elendshaufen, seid keine Gegner für mich. Aber wir sind zu dritt. Naja, irgendwie. Na und? Ich will euch trotzdem vernichten. Ja? Du, und welche Armee? Nun, diese Armee natürlich. Ihr seht, ich war beschäftigt. Das sind alles Kopien von mir aus der Zukunft. Ich habe sie mit dem Chrono John hergebracht. Zusammen werden wir die Welt erobern. Ihr 10 dort. Geht in den Keller und bewacht die Matschmaschine. Niemand darf sie anfassen. So, welche schrecklichen Qualen lasse ich euch nun zukommen? Überlasst sie mir! Ich habe schon lange auf eine Chance gewartet, meinen Miniaturisierer zu testen. Oh oh. Entschuldige mich, uns. In Ordnung. Der Rest von euch kommt mit mir. Nächste Station, die Welt! Was machen wir jetzt? Wow! Die Wirkung lässt nach. Aha! Lauft los! Verdammt! Die Batterie hatte keine Zeit, sich aufzuladen. Aber das wird noch. Vielleicht findet er uns ja nicht. Juhu! Wo seid ihr, Menschlinge? Aha! Oh-oh. Nimm das! Und das! Mist! Nutzloses Papiergewicht vernichtet! Die liegt zu weit oben. Hey, wo ist er hin? Thank you.
Großartig, jetzt können wir die Maschine ausschalten und diesen ganzen Tentakelquatsch verhindern. Puh, ich bin froh, dass das endlich vorbei ist. Yep, lasst uns hier abhauen. Wollt ihr schon gehen? Wir hatten noch keine Gelegenheit, uns kennenzulernen. Ihr Menschlinge zählt einfach nichts. Ha! Haut ruhig ab, ihr kriechenden Insekten. Ha! Also, was hast du gegen die Menschen? Menschen sind unsere Unterdrücker. Wir mussten in diesem schrecklichen Motel leben. Sie erschufen uns in einer Form, in der wir immer unterlegen sind. Versucht mal, mit zusammengebundenen Beinen zu gehen, wenn ihr Klebstoff an den Füßen habt. Hört sich an, als wäre es Dr. Freds Fehler. Ich glaube, da hast du recht. Ich hasse nicht alle Menschen, sondern nur Dr. Fred. Du bist ganz schön geschickt mit dem Ding. Immer genau ins Schwarze. Kleine Demonstration, gefällig? Warum selbst du nicht Dr. Fred, wenn du ihn so hast? Vielleicht macht das ja Spaß. Mist! Können wir das ausdiskutieren? Rede. Sicher. Wartet! Ihr habt nicht alles gehört. Ich komme zurück und das nächste Mal werden die Welt und alle ihre Einwohner mir gehören. Alles mir! Alles mir! Okay, kleiner Freund, schick das nach Sibirien. Unsere Arbeit ist getan. Jetzt können wir nach Hause. Tja, Kinder, das war spaßiger als ein Anzug voller Wiesel. Jetzt seht aber zu, dass ihr aus meinem Haus kommt. Bitte, Dr. Fred, Sie müssen uns zurückverwandeln. Wir sehen schrecklich aus und wir können keine Kleider von der Stange kaufen. Ich habe mich schon dran gewöhnt. Vielleicht können wir durch Talkshows ziehen. Helfen Sie uns, Dr. Edison. Sie sind unsere einzige Hoffnung. Oh, schon okay. Ja. Idioten, es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, für die ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Pullover. Bin ich froh, dass das erledigt ist. Sieht so aus, als wäre wieder alles in Ordnung.
Thank you.